Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und ich freue mich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einer neuen Susi-3-Folge hier auf diesem Kanal. Ja, neben Köln-Düsseldorf ist eine weitere Strecke mit dazu gekommen und zwar die Siegstrecke. Wir fahren heute Siegen Hauptbahnhof nach Aachen Hauptbahnhof, aber nicht komplett natürlich, sondern wir haben hier ein Stück von dem Ganzen. Wir starten heute in Rossbach, fahren über Schladern, Dattenfeld, lass mich lügen, Herrchen, Eitorf und fahren dann über Merten nach Blankenberg. Das ist halt unser Fahrplan und das Ganze fahren wir heute mit dem Regionalexpress 10902 und von daher würde ich sagen, wir springen mal schon mal rein, laden das Ganze und schauen uns mal diese tolle neue Strecke hier an. So, so sieht's aus. Das ist noch nicht da, okay. wann ist ein Abfahrt? Abfahrt ist 41, wir haben 5.40 Uhr, das passt noch. Türen müssten eigentlich offen sein, wenn mich nicht alles täuscht, aber eigentlich nicht. So, das passt doch. So, da haben wir ihn. Jetzt hat er noch geladen. Das, wie gesagt, ist heute unser Dienstvehikel. Lass mal die Passagiere jetzt hier einsteigen. Hoffen natürlich, dass das jetzt Ganze hier funktioniert. Ich habe gerade schon mal eine kleine Testrunde gedreht. Ich tue mich wirklich schwer mit den Türtaster wirklich, also ob ich jetzt die richtige Seite öffne. Hier finde ich irgendwie, sollte irgendwie so ein kleines Feedback irgendwie kommen. Fände ich persönlich gar nicht mal so schlecht. So. Okay. Wir sind soweit startklar, also würde ich sagen, los geht's. Mit dem Doppelstock. Das erste Mal übrigens, ne? Wir haben ja, den hatten wir ja noch gar nicht gehabt hier. So, wir haben ein grünes Signal, sprich, wir können uns hier freikaufen, weiter geht's. Und wir haben eine Startgeschwindigkeit von 100 km/h. So, aber wir wollen natürlich hier auch mal ein bisschen Fahrplan hier einhalten. Deswegen wenn wir mal hier ein bisschen zügig. Wir haben hier relativ nahe Bahnhöfe. Also das sind wirklich echt kurze Abschnitte, die wir hier fahren. 59,8 sind wir. Und der nächste Bahnhof kommt schon 58,3. So, jetzt nochmal 90, alles klar. So 59,6. 58,3. Sifa. So. Und da kommt dann nämlich schon unser erster Bahnhof. Und zwar Schladern. In Sieg liegt das. So, Sifa bestätigen. Und dann hoffen wir, dass wir heute hier eine heile Fahrt hinbekommen. Ohne Störung oder sonstiges. Das wäre natürlich absolut traumhaft. So wie die letzte Folge fände ich persönlich ziemlich nice. Ja, wie gesagt, also mit den Türtaster tue ich mich wirklich, wirklich schwer aktuell. Ich weiß immer nicht, ob das jetzt auf der rechten Seite ist, so wie ich ihn jetzt gestellt habe, oder auf der linken Seite. Na, das ist ein bisschen crazy. Man merkt so, dass ich ein absoluter Nubi bin. Wir hätten um 5.43 Uhr hier sein sollen. Ich fahre wahrscheinlich viel zu schwach an. Verstehe ich denn immer nicht, warum ich denn immer eine schlechte Bewertung bekomme, von wegen schlechter Fahrstil. Ja, es geht gar nicht. Das geht absolut nicht. So, gut, lassen wir die Fahrgäste hier einsteigen. Alles rein hier mit euch. Zack, zack, wir haben keine Zeit hier. Darf ja wohl alles nicht wahr sein hier. Aber, naja, schauen wir mal. Mal gucken, wann wir jetzt am Ende rauskommen mit der Zeit.
Und ja, also wie gesagt, diese Strecke ist also auch mit dabei. Nicht nur Köln-Düsseldorf, sondern auch die Siegstrecke. Und das, wie gesagt, beides, wenn ihr die Hobbyversion habt, komplett umsonst. Nicht einen Pfennig habe ich jetzt dafür bezahlt. Nicht einen einzelnen Cent habe ich bezahlt. Das kam alles einfach kostenlos dazu. Und das ist das Coole halt an Susi, dass ihr das halt einfach kostenlos bekommt. Ihr bezahlt halt einfach nur Susi und dann bekommt ihr diese ganzen Module gratis. Ja, also das ist eigentlich schon eine relativ coole Arbeit. Muss man ganz ehrlich sagen, habe ich schon lange nicht mehr gesehen, dass man einfach so kostenlosen Content bekommt. Ja, das finde ich persönlich eine relativ coole Sache. So. Und los geht's. Oder nicht? Oh, jetzt hat er mir hier die Türposition wieder hier falsch. So. Jetzt. Ich blick das nicht. Also das ist... Da tue ich mich richtig schwer. So, wir haben da vorne. Das sehe ich nicht. Dann müssen wir mal ein bisschen näher ranfahren. So. Ich meine, ich will nicht so viele Verspätungen haben hier. Ah, wir haben also ein grünes Signal. Ihr seht es da vorne, ne? Deswegen können wir uns jetzt dementsprechend hier wieder freikaufen. Und weiter geht's. Ich fahre wahrscheinlich viel zu pussyhaft hier an. Ja, hier einfach gleich durchziehen hier, dass die Leute von vorne nach hinten fliegen. Dadurch, dass ich das mit der Türfehlstellung immer irgendwie nicht hinhaut, ja, komme ich natürlich dementsprechend nicht pünktlich los. Ja. Das ist natürlich nicht so geil. So, nächster Halt ist Dattenfeld 55.1. Und wir dürfen... 100 war das, ne? 120 jetzt. 55, 1. Na, 30 sogar. Dürften wir hier. Aber ich glaube, der hat ja eben bloß eine Maximalgeschwindigkeit von 120, wenn mich nicht alles täuscht. Ah, da kommt schon. 120. So, allerdings können wir sowieso schon wieder runter bremsen langsam. 55,1. Kilometer muss doch reichen, oder? So ein Kilometer sollte doch reichen. Denn unser nächster Halt kommt. So, können wir hier schon mal die Türposition einstellen. Weil es natürlich sehr stark gebremst. Ich gestehe. Manchmal wird es zu einfach überrumpelt. Einsteigen hier. Ja, dann werden wir wieder wahrscheinlich eine absolut geile Bewertung bekommen. Scheiße gefahren, würde ich mal sagen. Ja, so läuft's. Die ganze Aufgabe dauert irgendwas mit 20, 25 Minuten. Also ist jetzt auch wieder recht überschaubar. Wir können ja auch noch S-Bahn fahren, wenn ihr Bock drauf habt. Eine Regionalexpress ist hier möglich. Und Güterverkehr, so wie ich das Ganze gelesen habe. Also ist auch wieder hier reichlich natürlich was zu tun hier in Siegen. Ach ja.
Schön. Und los geht's. Das hat aber geklappt. Die hat hier mal geklappt jetzt. So. Unser nächster Halt wäre jetzt Herrchen. Und dieses kommt denn bei 49,8. Jetzt können wir mal ein bisschen längeres Stück was erfahren können hier. Mal ein bisschen Speed jetzt hier. Mal dieses langsame Rumgekrauche hier. Ach, schön, schön, schön. Ja, was soll man eigentlich fahren hier? 120. Das übrigens ist der Hoppegartner Tunnel. Finde ich mal cool, dass sowas dann immer im Fahrtenbuch drin steht. Sifa. Da bekommen wir eine Geschwindigkeitsreduzierung. Wir sind sowieso langsam in den Bremsvorgang gehen. Ja, wir sollten. Ah, nee, ist noch nicht. Können wir langsam runterbremsen. So, hier kommt die 100. Das ist der Herrschender Tunnel. Das ist ein bisschen wie bei OMSI, man muss sich erstmal so richtig reinfuchsen, wie fährt sich jeder Zug, ja. Jeder Zug fährt sich ja doch irgendwie anders. Und da muss man sich erstmal richtig reinfuchsen, damit das Ganze natürlich klappt, denn... So, hoho, hoho. Die Sie vertreten. Oh. Wieder, das ist zum Beispiel das, ja, wieder viel zu früh gebremst. Das musst du echt öfter fahren, damit du echt weißt, wo du halt bremsen musst, wie du bremsen musst und das Ganze drum und dran. So, wir sind in Herrschen. Sifa. Oh, genau. Türfreigabe. Ja. Türfreigabe. Hat ja neu geklappt hier. Es wäre ja schon wieder beinahe schief gegangen hier. Es wäre beinahe wieder schief gegangen hier.
Ja, das ist schön, oder? Ich finde das cool. Das macht echt Bock. Ding, dong, dong. Ja, ihr habt ja mal gefragt gehabt, ob ich nicht mal hier diese ganzen Zusi-Tools hier mal benutzen möchte. Ja. Muss ich mich natürlich erstmal mit auseinandersetzen, wenn ich mal wirklich wieder im Urlaub bin und die Zeit dazu finde, dann werde ich mich mal ransetzen, werde das Ganze mal testen, mal gucken, ne? Sonst, wie gesagt, so zwischendurch mal schnell hier mal reinschauen, ich glaube, das funktioniert nicht. Da musst du dich schon ein bisschen mehr reinfummeln wahrscheinlich in dem Ganzen. Ich weiß nur, das habe ich gelesen und gehört, es kommen wohl noch sogar die Ansagen für Köln, Düsseldorf noch dazu. Das würde ich persönlich doch ziemlich begrüßen tatsächlich. Wenn man denn noch die FIS-Datei hat, dann wäre das doch super. So, wieder falsch. Siehst du, den komischen Knopf wieder falsch gedreht und schon war wieder alles. Machen wir hier wieder mit Verspätung los. Eieieiei. Wir haben jetzt schon 4 Minuten Verspätung. Wir müssen nämlich um 56 nämlich in Eitorf ankommen. Ja, schaffen wir. Locker. Ich weiß nicht, wie das hier funktionieren soll. Also so diese Fahrpläne. Ist das realisierbar? Ich weiß es nicht. Na gut, ich bin jetzt immer noch ein Newbie. Ja, darf man immer nicht vergessen. Aber wenn ich nach diesem Fahrplan fahre, müsste ich hier durchtreten bis zum geht nicht mehr. Und ich würde immer permanent schlechten Fahrstil bekommen. So, 100 dürfen wir. 43. Na, 10 jetzt sogar. Ich glaube, ich muss viel, viel härter bremsen. Nicht schon einen Kilometer vorher, sondern ich. Machen wir mal jetzt in Bio hier. So wie er Omsi fährt, fahren wir jetzt mal hier. Doch mal sogar 20. Eitorf kommt bei 43. Da muss man sich jetzt erstmal wirklich daran gewöhnen, ja. Das ist halt komplett anderes Feeling als. Ich weiß nicht, ich kann euch das echt nicht übermitteln, vermitteln, was das für Riesenunterschiede tatsächlich sind vom Train Simulator, von Lufthansa Games und jetzt hier von Zusi. Das sind, ich habe das Gefühl, himmelsweite Unterschiede so vom Fahren her. Viehhof, okay.
ich dich hier pfeifen müssen? Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Das ist jetzt beschrankter oder unbeschrankter war. Schon ein größeres Dorf hier, wa? Wahnsinn. Das Städtchen. Nimm mal das Städtchen. So, alles einsteigen. Jalla, jalla. Keine Zeit hier. Wir haben doch keine Zeit. Oh Leute, kommt schon. Auch schön, dass sich die Uhr hier mitbewegt. Oh, ich muss mich konzentrieren. Concentration, please. Das war jetzt Eitorf. Wir haben jetzt ja 140. Nächste Halt wäre jetzt in Merten bei 38,5. Schon hübsch gemacht, oder? Ich finde das schon hübsch. Ich finde das hübsch. Sifa. Die Sifa. So, da kommt schon unsere zwei, so, 1,5 Kilometer, dann haben wir den Bahnhof Merten. Um 6 Uhr sollten wir da sind. Uiuiuiui. Zugbeeinflussung.
So, lieber auf Nummer sicher gehen. Ich hätte gedacht, dass es jetzt eigentlich ein rotes Signal erwartet. Wahrscheinlich war es jetzt nur durch den Bahnhof hier. Und schaut's gut aus. Schaut's gut aus, natürlich. Ah, Mann. Sind nur 4 Minuten zu spät oder 5 Minuten. Läuft. 6:03 ist jetzt in Blankenberg. Endhaltestelle dann für uns. Und das wäre dann also die neue Strecke. Die neue Siegstrecke. Diesmal schon was komplett anderes als immer nur ICE oder sowas, ne? Das, ja, das ist schon ein ganz anderes Kaliber. Ja, jetzt abfertigen. Fertig. Na, endlich. So. Zugbeeinflussung. Ich dachte jetzt so, weil ist doch ein gutes Signal hier, oder? Zugbeeinflussung. Na, funktioniert nicht, ne. Da soll man wieder aufpassen, ne? 45 war es ja dann. 25 war es ja bei 500 Hertz. Natürlich noch auf ein Signal. Sifa. BÜ und im Bahnübergang. Bei 35,2 kommt denn unser Bahnhof so. Ja, lasst mich die da 2-3 Mal fahren. Nee, ich hab sie drin. Zugbeeinflussung.
Scheint man sieht den Traktor nicht mehr. Doch, da. Älteres Modell. Nicht mehr ganz zeitgemäß. Oh, musste der jetzt so lange auf uns warten? Tut mir leid. Der kommt ja auch noch mit Verspätung her an, verstehst du? Na, das darf ja alles nicht wahr sein. Entschuldigung. Das ist eben bloß eine S-Bahn. Wem juckt das? Gut, ja, insgesamt mit 7 Minuten Verspätung wollen wir hier rein. So, und das war's. Einmal schlechten Fahrstil, 8 Minuten Verspätung. Im Durchschnitt haben wir 3. Wir hatten eine Zwangsbremsung. Hä? Also ich kann mich jetzt nicht an eine Zwangsbremsung erinnern. Angeblich ausgelöst von der SIFA. Haben Ergebnis von 68%. Das ist jetzt nicht so gern. Aber immerhin, Leute, das war die neue Strecke gewesen. Und ja, hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wieder, wenn ja, dann lasst mir ein Like da. Schreibt es in die Kommentare. Und sonst sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Part wieder, wenn es weitergeht hier mit einer neuen Folge zu Sie 3 hier auf unserem Kanal. Damit verabschiede ich mich. Sage danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.